Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Elden Ring in der Schattenburg. Die war ja überhaupt nicht geplant, dass wir alle die noch zu machen, aber jetzt sind wir halt da. Na? Haus Marais ist ruiniert. Die Bestrafung dafür, diese Metze ist zu verfallen. Kein Wunder, dass dieser schuldbewusste Narr das Schloss und unser legendäres Schwert nahm. Oh, ihr habt ein legendäres Schwert? Ja, nehme ich gern mit. Ah, bestimmt der Boss oben, oder? So, das hier sollte aber eine relativ schnelle Nummer werden, jetzt hier mit der Schattenburg, weil eigentlich den wirklich Großteil haben wir schon erledigt. Ich bin übrigens auch echt erschreckend, wie gut ich mit den Hunden gerade klarkomme. Mit denen hatte ich früher auch immer so ein paar Sorgen, aber irgendwie aufgrund meiner Rüstung und Stärke, die hauen mich nicht aus meiner Haltung raus und ich one-hitte sie einfach mit der easy Axt. Das ist schon ganz geil. So einer wieder. Pagenkleidung, Pagenhose. Jupp. So, hier ist eine Leiter. Geht die weiter oder? Ich gehe sie jetzt einfach mal. Handbuch 2 des Parfüms. Okay. Oh, wunderbar, ist eine Optionalität. Witzig, ich glaube, man könnte darüber hüpfen. Aber ich mache das jetzt mal nicht. So, wieder runter. Ups, kaputt gemacht. Ich mach meine Laterne wieder an, ist ja schlimm hier. Da drüben ist ja so ein reinfallender Ritter. Ich glaube, wenn ich dem seine Sense kriege, muss ich irgendwo zwischen den Folgen mal in eine kleine Krise verfallen, weil ich liebe diese Sense. Genau deswegen. Er hat sie mir nicht dagelassen. Das ist sehr nett von ihm. So, das ist aber der Part, wo wir schon überall waren, ne? Ja. Epische Falle. Ich hab die Gefahr gespürt. Rotholz Kurzbogen. Oh, also ein paar interessante Sachen findet man hier auf jeden Fall. Erst mit Sterben. Habe ich mich nicht nach Sack drüber gefreut, dass Hunde mittlerweile relativ gut zu gehen machen sind. Gott, das kommt, sie zerfleischt mich ja fast. Schienstein 5. War hier nicht nochmal Patches? Nee, war's nicht. Patches ist tot. Wie war mir so irgendein NPC ist hier eigentlich? Oder vielleicht kommt er auch gleich noch. Oh. Ach, cool. Warte mal. Da kann ich ja den Loot von der Leiche da nochmal mitnehmen. Warum nicht? Sieht noch so eine Holzbrücke, so ein Übergang mit Holzdach kommt noch. Ah da, ich glaube, das ist es sogar schon. Das ist auch Boss. Und ich meine, hier war irgendwo ein NPC. Hm. Ach gut, das kann sein, dass ich das aus Gründen bereits versaut habe. Wow.
glaube, er ist gleich tot. Upsi. Epischer Kampf. Henkers Schwert der Marais. Marais. Henkers Schwert der Marais. Einzigartiges Talent, tanzende Klinge. Arme, was sich richtig dreht. Passt gerade nicht so ganz in meinen Spielstil. Das sind so ein paar Effekte, die ich durchaus mal ausprobieren wollen würde. Was ist das jetzt hier eigentlich? Sind wir jetzt fertig? Gut. Ich habe definitiv irgendwo noch eine Leiter, die ich noch nicht runtergestoßen habe. Muss ich mal schauen, ob ich die vielleicht aus der Richtung hier sehe. Nein. Oh, können wir mal einfach runterhüpfen? Nee, ne? Au! Oh. Theoretisch da, wo ich so rumgehüpft bin für den Steinschätzschlüssel, da war auch irgendwo eine Leiter zum Runterschubsen. Mich stört jetzt gerade gar nicht mal, dass ich das nicht gemacht habe. Dem Runterschubsen meine ich. Was mich daran etwas mehr stört, ist gerade, dass es... Ja, dass irgendwo eine Ecke war, gibt, wo es noch nicht war. Mal ganz kurz, aber danach machen wir Hausvulkan weiter. Ich wollte jetzt hier nicht zu viel Zeit rumklempern. Nein, volle Rüstung, das ist okay. War in der Nähe von der Gnade, glaube ich. Fühle er hier so in dem Dreh. Bitte ist ein Schwert, denke ich, mal ganz schick aus hier von der Tür. Dass ich jetzt einfach nicht weiß, wo das Ding ist. Hier, euer heiliges Schwert habe ich jetzt übrigens. Ja. Ich muss gucken, ob ich das von draußen einmal sehe. Es
Das triggert mich jetzt natürlich wieder. Das ist natürlich typisch. Das Ding. Ich bin mit meiner Markierung echt gut daran. Ich kann ja nochmal versuchen, da hochzuhüpfen. Gut, vielleicht bin ich vorher die Leute, um mich umbringen wollen, wenn ich das versuche. Nächster bitte. Diese Leiter. Wieder dabei hier hochzuhüpfen. Oh yeah. Yeah? Ah, hier ist, glaube ich, das Ende. Kann ich die Lampe einfach abschießen? Die Leiter. Nee. Wäre witzig, wenn er mich einfach in der Luft trifft und ich einfach höher fliege. Aber ich bin definitiv in meiner Markierung echt gut dran gekommen. Moin. Ich würde mal sagen, ich laufe kurz noch mal ein bisschen rum und hole euch einfach gleich dazu, wenn ich die Lösung gefunden habe. So, hab's gefunden und tatsächlich, ich bin einfach nur dran vorbeigelaufen. Wir waren an dieser Mauer schon. Das ist absolut schrecklich. Das wäre auch, hätten wir einfach die Leiter. Steht da oben gerade ein NPC? Nee, ne? Hätten wir jetzt diese Leiter vorher nochmal runtergenommen, einfach hier rüber, Leiter hoch, hätten wir sie dort wieder runterschießen können, dann wäre die Sache erledigt. Also ganz toll gemacht mal wieder. Ich bin begeistert. So, upsie. So, wir wollten mit Haus Vulkan eigentlich mal sinnvoll weitermachen. Belohne mich, belohne mich. Klar, ich bin zuverlässig, meistens. Take it. Mhm. Now, perhaps the time has come to tell you. Ihr dient einer großen Schlange oder was? Ach was. The Erd Tree blessed the tarnished with grace, but it was all too meager in the face of the enormity of their task. The tarnished were forced to scavenge, squabbling for crumbs, like the shard bearers vying for power in the wake of the shattering. Our Lord, indignant, has refused to scurry about, fighting over what miserly scraps they allow us. If the Erd Tree, and indeed the very gods, would debase us so, then we are willing to raise the banner of resistance, even if it means heresy. We at the Volcano Manor, under Lord Rykard, have sworn no rest until it is done. If you follow this heroic path, one day the Lord will see you. The Lord's visits with our champions are always a spectacle. It cannot come a day too soon. Ich kann es auch kaum erwarten. If you follow this, it cannot come. Yeah, genau. Wir schauen einfach mal nach neuer Post. Ich kann sogar schon wieder leveln. Oh, sehr schön. Post? Post. Roter Brief. Ist der denn jetzt was Wichtiges?
Schriftliche Anweisung. Dieser letzte Brief ist blutrot. Juno Hoslow, Ritter des Blutes, hält sich auf den Berggipfeln der Riesen auf. Sucht die rote Markierung auf eurer Karte, um den genauen Ort zu erfahren. Ah! Ah, gut, das... dauert dann ja wohl noch mal ein Momentchen, oder? Was ist mit dir los? Bist du unglücklich? It's you, is it? I'm terribly sorry. But would you mind giving me some time? Warum? Warum sollte ich? I haven't achieved anything at all thus far. Even though I've dirtied my hands time and time again, I'm still yet to achieve anything. Perhaps I am a fool after all. No, it's worse than that. As things stand, I've given up on the path of revenge and sullied the name of my house. What an easy mark I must have been. How did it take me so long to realize, honestly? There's just no end to my foolishness, is there? Mhm, mhm. Und du? So, you've bloodied your sword in the hunt. Ja, hab ich. Then I shall introduce myself once more. Bernal. A recusant, just like you. Recusants have particular battle arts, styled to our methods of slaughter. Why not add some to your repertoire? Oh. Eruption. Was machst du? Ihr rammt eure Waffe in den Boden, um eine gewaltige Lavafontäne zu entfesseln. Naja, ist okay. Nee, klingt jetzt nicht so super spannend. Well. Müsst ihr aber mal gucken. Ich glaube, wie gab es hier noch mehr Türen, Zugänge? Irgendwas fehlt mir hier mal wieder. Witzig. Gut, das macht's etwas einfacher. Hi. Brave Tarnished. What is your business here? I'm afraid this is not a guest room. Der Schlüssel passt. Look upon your face. Goodness. Am I still a serpent? Oh, how dreadful. How dreadful indeed. Oh, forgive my distress. I ought to be thanking you for treating me as usual, despite this appearance. Ist gut. Du hast mir ja nichts getan. This is my true form. My real name is Zarius. Please forgive the deception. Do understand? This duplicity is my own doing. Lady Tanith speaks no falsehoods. And the Volcano Manor is just as it seems. Okay. Sie bereitet keine Unkehrs. Alles. Glorious King, that my mother cherishes for my inhabit. I am genau mein Humor. What I am. But people are cruel. If they saw my true form, they wouldn't speak to me. And so I assume a guise when seeking new recruits. But you are not like the rest. My serpentine form and the name Zarius were secrets known only to Lady Tanith and I. Now I share the secrets with you as well. Please keep them safe from anyone else. Ja, alles gut. My serpentine form, ja, danke, 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 danke fürs Gespräch. Hör auf damit! Ist ja echt keine Geheimgänge oder so? Einfach nur du da? Ah. Ist noch eine Tür, krieg die auch noch auf? Tatsächlich. Oh. Aha. Parfümflasche. Aha. Keim gefunden. Ist hier noch eine? Okay. Hier im Haus Vulkan ist alles so, wie es scheint. Niemand verbreitet Lügen. Ganz wichtig.
Kein Geheimgang. Nö. Ja, spuck mich nicht an. Handbuch 21 des normalen Kriegers. Aha. Asche des wahnsinnigen Parfümiers. Okay. Das ist die blockierte Tür wegen der Leiche, oder? Ja, ich glaube schon. Oh. Komme ich von hier aus in das Vulkan-Dungeon rein? Würde ich mir ja wünschen. Hallo? Sonst noch was hinzuzufügen? Nee, ne? Affe. Hut und Krallen. Gehen wir mal weiter. Aha! Dann würde ich mich auch mal leveln. So, Life ist auf 40. Ich bin zufrieden. Ah, da haben wir das doch. Hier waren wir ja schon mal. Als wir uns haben entführen lassen von den Entführungsjungfern. Ich glaube, die heißt Entführungsjungfern. Ja. So, wenn wir hier auf diesem Weg durchlaufen, das ist ein cooles Dungeon, deswegen würde ich das gerne noch mit dazusetzen. Aber ich glaube, ganz streng genommen ist das hier komplett optional. Weil an den Halbgott hier die komische Schlange Reikard kommen wir tatsächlich auch anderweitig. Das muss man ganz klar sagen, weil wenn ich jetzt die letzte Tötungsmission mache, kriege ich eine Audienz bei ihm und ich glaube, dann kann ich ihn auch umbringen. Ist jetzt nicht so die schöne Art, man wird von ihm eingeladen und bringt ihn dann einfach um, aber muss sich ja zu helfen wissen, ne? Oh nö! Bin mir nicht sicher, habe ich schon mal erwähnt, dass ich den nicht mag? Bestimmt, oder? Du mich nicht mal. Oh. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Rolle gleich nochmal dazu hole. Der hilft mir dann wesentlich zuverlässig hier. So, ich höre schon wieder so einen blöden Skarabäus. Ach, da unten. Mach's uns mal ein bisschen heller. Fangen wir mal rein. Haben wir ein paar. Oh nein. Bin ich dumm oder was? Ich mache mir die Tür auf zu so einem tollen Wagen. Nein. Ich nehme mir jetzt sowas von Unterstützung mit. Jetzt. Ich krieg das ja hier hin, das ist ja nicht das große Problem, aber ich mag die Dinger einfach nicht. Da kann Rollo mir auch ganz gemütlich bei helfen. Und da ich extrem zuversichtlich bin, dass ich das hinkriege, nehme ich doch direkt wieder den Runenbogen. Hier, Rollo. Den kann ich ja noch gar nicht rufen. Ah, hier. Oh.
weiter geht's. Rolle kommt aber schon mit, oder? Hier, da ist was für dich. Danke, Rollo. Mit dir ist das viel angenehmer gewesen. Hier noch was zum Töten, nee, nur was zum Looten. So, Rollo, wir müssen einmal da unten, wo ich den Steinschlüssel gesetzt habe, rein. Mit dem mal oben. Ja, okay. Bin schwer verdaulich? Boah, der zerlegt meinen Rollo einfach. Oh, Schätzlein. Es tut mir leid, dass sie dich auch so in Mitleidenschaft ziehen. Diese Schlangengegner hier, sie sehen aber eigentlich echt cool aus. Oh, Rollo ist weg. Oh. Gut, bin wohl zu weit weggelaufen. Naja, ist okay. So, hier durch die Kapelle geht es, glaube ich, weiter, ne? Entsprechend sollte ich das gleich nicht machen. Ich kann den Short gleich mal aufmachen. Ich kann ja an der Seite, glaube ich, runterhüpfen und dann die Tür vorne aufmachen. Hier, Tür aufmachen. Genau. Sagt mein letzter Stand ist, dass es hier, glaube ich, sogar weitergeht. Also machen wir das selbstverständlich jetzt nicht. Wir haben hier einmal das kleine Dorf noch zu regeln, beziehungsweise wir können von dort aus auch noch ganz schön weit nach unten. Hey! Ich spring mal von den Dächern. Mir ist so, dass da unten, wenn ich da durch die Gassen laufe, irgendwas kommt, was nicht so angenehm ist. Dem ich ihn gibt, das ist schon mal weg. Oh. Moin. Oh, ich dachte, ich wische den zweiten gleich mit. Geil.
Ach, da unten ist noch so ein Maltöter. Noch so einer wie Rollo. Nur halt nicht ganz auf meiner Seite. Wo ich runter bin? Gut. Ah, heißt, so kriege ich aber auch gerade Ordnung auf die Dächer. Das ist sehr angenehm. Hier unten ist noch so viele Bereiche zum Erkunden. Hat irgendwo ist auch noch so ein Magma-Lindform, haben wir hier auch noch. Da oben. Glaub, auf den Dächern sind wir damit fertig. Haben wir unten nochmal so einen Maltöter? Da. Na. Hier, ich stehe auf dich. Du bist ein total cooler Typ. Zumindest habe ich irgendeinen Artgenossen von dir. Ihr habt, glaube ich, dieselbe Ausbildung genossen oder so. Heieiei. Maltöter Großball, okay. War es das hier unten schon? Also wir können dann ganz gemütlich mit der Kapelle weitermachen beim nächsten Mal. Also ich sehe mich nicht mehr, dass wir das jetzt noch gut hinkriegen, hinten dran. Das Gebiet ist dann, was das angeht, hinten dann doch noch etwas größer. Altes Schwert, oh schön. Danke. Siegel des Erdenbaums. Ah, das ist gar kein Talisman. Oh. Da habe ich dann ja mal wieder richtig blöd geguckt. Schlüsselgegenstand? Oh, Überfall. Na? Papa nimmt gerade was auf. Momentchen. So. Alles geregelt. Okay, jetzt was die Siegel des Erdenbaums angeht. Das könnte ich vielleicht in der Aufnahme nochmal checken. Oder war es eine Waffe? Es könnte auch eine Waffe gewesen sein für dieses, für die hier Wunder. Moment mal. Ach, da ist es doch. Heiliges Siegel. Cool. Brauche ich nicht. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. So, mein Licht nehme ich aber gerne wieder. So.
Ja, hier kam man ja noch viel weiter runter. Ach, Spiel ist schrecklich mit dir. Ei. Tschüss, Runenbogen. Wow, hat gepasst. Unlogisch, ich kann in Lava nicht sprinten. Das ergibt gar keinen Sinn. Naja, hier hätte ich rüber gewollt. Okay. Ja, haben wir jetzt hier irgendwie anscheinend nochmal einen Friedhof zum Looten? Aha. Schwelender Schild. Jupp. Also wenn du mir nichts tust, darfst du leben. Klar? Der Sarg hier sieht irgendwie was nach was Besonderem aus. Na egal. Ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr beruhigend, dass die Lava uns nicht umbringt. Zumindest nicht so schnell. Da hatte ich noch auf die Dächer gekonnt, glaube ich. Oder kommt noch? Ich bin mir nicht sicher. Oh, ey. Und bei diesen Sprüngen habe ich echt ein bisschen Angst. Hübsches Fenster. Ah, das war der Rückweg. Ja, okay, dann gehe ich jetzt mal über die Dächer. Komme ich wieder auf. Ach, das ist. Ach so. Weißt du, in die andere Richtung komme ich noch gar nicht weiter. Doch. Plopp. Jetzt in die Richtung rüberspringe. Mal kurz einen Spaziergang. Zumindest kann ich mich nicht über kalte Füße beschweren. Okay. Kann Rollo widerrufen? Hier das mit dem Magma drachen, mit dem Magma Depot?
Wow. Der ist nicht mal ein Boss. Wow. Das ist einfach nur ein Gegner. Nein. Rollo, regelst du? Na komm, ich regel. Nett. Auch weg. Kann sogar fast sein, dass das jetzt der letzte Magma-Lindwurm war, den es noch im Spiel gibt. Das ist von der Schnecke. Auf jeden Fall, haben wir hier unten, glaube ich, gleich alles fertig. Bringen jetzt hier nochmal rum, weil ich habe da Loot gesehen. Da hinten? Bestimmt total wichtig. Das Blöde ist, ich habe nichts mehr zum Heilen. Also eigentlich müsste ich vorsichtig sein mit solchen komischen Lava-Wanderungen. Niederstein 7. Okay. Noch einen Fahrstuhl. Also ich könnte hier unten, glaube ich, noch ein Ticken mehr in der Lava rumlaufen. Ich befürchte aber, dass sich das nicht lohnt. Weil ein bisschen zu... Wow, weil ein bisschen zu risikoreich ist, da ich nichts mehr zum Heilen habe. Bin ich auf dem anderen Teil des Lavasees hier, ja? Die anderen Dächer. Da, wo ich eigentlich eben kurz hinspringen wollte, wo ich da unten in, die Lava, in der Lava gelandet bin. Aber das ist okay, das ist gut. Da kann ich nämlich wunderbar mit arbeiten. Machen wir jetzt mit dem Lava-Bereich noch fertig heute? Vermutlich. Glaubt nämlich nicht mehr, dass das so lang ist. Müsste mich mal zurückziehen zum... Ja, schwer zu glauben, aber zum Heilen. Ich habe ja noch diese wärmenden Steine. Vielleicht bringst du mich auch einfach um. Nö. Wollt ihr eine Chance geben? Nutzen. Komm. Der liegt später gleich hinterher. Einmal ein bisschen aufhübschen hier. Ich befürchte, ich brauche noch einen wärmenden Stein. Ei. Na, das ist gut so.
Ich glaube, da die Leiter hoch ist das Ende von dem Gebiet. Gut. Das ziehen wir schnell durch. Goldene Runde 9. Oh nein, 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 nein. Oh, Sende. Ah. Könnte ich mir nicht einfach irgendwo einen Stein rausgreifen und sagen, das ist ein wärmender Stein? Ich meine, ist ja warm. Und ein Stein. Ah. Wäre sicher Trockenleber. So. Haben wir es denn dann? Es fehlt tatsächlich dieser Bereich hier hinten noch. Aber ich glaube, da gibt es nichts. Sprach er und fand den ganzen Weg. Ist klar. Das ist aber irgendwie... Ja, warte, 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 warte. Ja, ja, du kriegst... Nee, du hier. Die war gut. Hat er recht. Oder sie. Wie auch immer. Auch darüber, glaube ich, brauchen wir nicht. Das heißt, wir nehmen jetzt die Leiter. Und dann haben wir hier... den Lavatümpel hinter uns. Witzig, wenn wir jetzt unten dieser Kapelle, Kathedrale, wie auch immer wieder rauskommen. Wo, ich bin jetzt auf einer ganz anderen Seite, ne? Nicht von dieser Seite. Ja. Dächer habe ich alle. Okay, jetzt nochmal wie ein Wahnsinniger versuchen, darüber zu springen. Ich werde es einfach nochmal versuchen, das scheint zu klappen. Also, das sieht machbar aus. Ja, gut. Ob das gewollt ist, weiß ich nicht. Eher nicht so, aber egal. Ich mach die Tür mal auf. So gut. Spawn die Gegner eigentlich, wenn ich das Spiel jetzt neu starte? Jetzt. Ich muss mit der Aufnahmesession gleich aufhören. Und bin mir beim besten Willen nicht sicher. Oh. War das ein guter? Und bin mir beim besten Willen nicht sicher. Wenn mir die ganzen Gegner hier wieder um die Nasen. Um die Ohren fliegen. Ach. Ihr seid ja welche. Ich finde die Viecher ein wenig abstrus. Okay. Wo geht es denn hier theoretisch weiter?
Ist das hier ein komplettes Sackgassengebiet und ich habe es damit jetzt offiziell erledigt? Das ist die Kapelle. Nur halt unten. Oha. Wäre ich hier von oben reingefallen oder was? Keine Ahnung. Ein Problem fürs nächste Mal. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir Hausvulkan abgeschlossen kriegen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ganz gut läuft. Habe ich genug zum Level? Habe ich auch mal wieder. Also entsprechend, wenn es gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.